Yo, was geht ab, Leute? Leon Lovelock hier am Start. Ich bin wieder back in town, back in Mannheim, nach einem harten Wochenende in Köln. Wir haben heute schon Dienstag. Gestern habe ich es nicht geschafft, irgendwas zu machen. Die ganze Wohnung sieht eigentlich immer noch aus wie Scheiße. Ich komme einfach nicht dazu aufzuräumen, weil so viel abgeht momentan. Social Media technisch, auch so in meinem Kopf. Ich komme fast gar nicht mehr runter. Es wird jetzt auch seine Zeit dauern, denke ich. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein kleines Statement-Video zu der FIBO. Wie hat es mir gefallen? Was habe ich gemacht? Und als allererstes wollte ich mich bei euch allen bedanken. Ihr seid echt super, ihr seid echt top. Alle, die jetzt hier zuschauen und mit mir ein Bild gemacht haben. Ich hätte es niemals erwartet, dass überhaupt irgendeine Person auf mich zukommt und irgendein Foto mit mir machen möchte. Und dann waren es doch relativ viele gewesen. Das hat mich einfach mega gefreut. Das macht mich mega glücklich. Das heißt, ich bin auf einem richtigen Weg. Ich werde einfach so weitermachen. Und ich hoffe, ich kann noch viel mehr Leute von euch erreichen. Denn mein Ziel ist es einfach, das weiterzugeben, was ich in mir habe, weiterzutragen. Genau, und wenn ich jetzt schon dabei beim Bedanken bin, dann will ich mich auch nochmal bei der ganzen ProBro Army bedanken, bei den ganzen Athleten. Ihr seid echt der Hammer. Ich glaube, es gibt keine Crew, die so krass zusammenhält wie wir. Es gibt keine Crew, die so viele individuelle Typen im Team hat, die sich so gut ergänzen und so loyal zueinander sind. Das macht uns einfach aus. Ich finde, wir haben echt eine spezielle Crew am Start und wir heben uns von den anderen ab. Und das finde ich richtig gut. Und es soll auch so sein. Und ich bin stolz, ein Mitglied, ein Teil davon zu sein. Macht mich einfach nur glücklich. Wir haben die besten Athleten meiner Meinung nach am Start. Wir haben die besten Mentoren. Wir haben Patrick, wir haben Micha, bei denen ich mich auch nochmal extrem bedanken muss für die positive und gute Aufnahme ins Team. Ich finde es einfach geil, so krasse Leute kennengelernt zu haben. Das macht mich einfach glücklich, so coole Leute am Start zu haben. Ich verstehe mich richtig gut mit allen. Vor allem mit Patrick. Wir verstehen uns, wir sind meiner Meinung nach und seiner Meinung nach auch aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben viele Sachen gleich durchgemacht. Wir haben ja viele Sachen erlebt, beide. Und wir haben uns direkt auf Anhieb gut verstanden. Wir haben gemerkt, dass da eine Verbindung ist, da ist eine Verknüpfung. Das ist einfach nur cool. Und bei Micha genauso. Micha, wir haben so viel gemeinsam von der Kindheit bis jetzt, vom Körperbau her auch sogar. Also wir haben so viel gemeinsam, das ist einfach nur unfassbar, dass ich bin so froh, so Leute kennengelernt zu haben. Es ist nicht einfach, vernünftige Freunde kennenzulernen, beziehungsweise überhaupt Leute kennenzulernen, die richtige Freunde werden. Und ich denke, mit Micha und Patrick habe ich da echt zwei gefunden, die mein Leben lang gute Freunde bleiben werden, von denen ich noch extrem viel lernen kann. Wir werden bestimmt coole Zeiten miteinander verbringen. Das ist einfach nur geil. Und die FIBO war einfach nur geil. Also sowas, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte damit echt nicht gerechnet. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf der FIBO als ganz normaler Besucher, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Und dieses Jahr war einfach, da ging es einfach nur ab. Wir haben eine Party geschmissen am Stand. Wir sind durchgedreht, viele Mannheimer auch am Start. Prince war da, Brian war da, Raven war da. Ich meine, die halbe Bühne war voll mit Mannheimern einfach nur. Ich und meine Jungs haben das Ding komplett auseinandergenommen. Das war so geil einfach nur. Also das Feeling, das kann ich euch gar nicht so rüberbringen. Ich weiß auch gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Ich habe gedacht, ich mache trotzdem einfach ein Statement-Video. Einfach ein Video, wo ich das alles nochmal Revue passieren lasse. Ich meine, ich habe an den ganzen drei Nächten habe ich insgesamt, jetzt ohne zu lügen, allerhöchstens 10 Stunden geschlafen. Also manche Nächte waren zwei Nächte waren, glaube ich, nur 3 Stunden oder so. Und 2 Nächte waren sogar nur 2 Stunden oder 1 Stunde oder gar nicht geschlafen. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Trotzdem haben wir die volle Energie gebracht auf der Bühne. Trotzdem haben wir die volle Energie gebracht am Stand. Ich konnte gar nicht mehr müde sein, als ich da reingekommen bin. Da kann man nicht müde sein. Bei so viel Action und so viel drumherum und so viel Bilder machen und so viel coole Leute. Mich mit coolen Leuten unterhalten und austauschen. Und ja, es war einfach nur eine geile Zeit. Ich gucke jetzt schon auf die nächste FIBO hin. Ich habe einfach nur Bock da drauf. Das ist so geil. Das ist so ein geiles Gefühl. Und ja, genau. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt erstmal ins Beintraining.
was relativ hart ist, weil ich 4 Tage lang nur rumgelaufen bin und gestanden bin. Trotzdem versuche ich mein Allerbestes zu geben. Beine werden zerstört. Alright, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Peace out.